Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Kreativ im Wilden Süden. Mein Name ist Janina. Ihr findet oder könnt mich unter folgender E-Mail-Adresse anschreiben. Und wir basteln heute dieses Kartenprojekt nach. Also eine Hochzeitskarte in relativ einfacher Form, damit dieses wunderschöne Glanzpapier hier hervorkommt. Und zwar basteln wir heute mit dem Produktpaket Schöner Tag. Dazu gehört einmal das Stempelset hier Schöne Gedanken. Mit den wunderschönen Hochzeitsgrüßen und auch das Stanzformpaket Schönes Blattwerk. Wir werden heute folgende Stanzen brauchen. Einmal die Blätterstanze hier, die und tatsächlich die Ranke. Das hier ist dafür da, um die Biene auszustanzen, die hier auch noch drauf zu sehen ist. Also das ist schon ein schönes Set. Dazu gehört dann tatsächlich noch auch ein richtig schönes Designerpapier. Dieses Designerpapier ist unglaublich cool foliert. Wir arbeiten heute tatsächlich mit dem Stück, da habe ich mir schon ein Stück rausgeschnitten. Das ist bei dem Set mit dabei. Für unsere Karte, die wir heute basteln, brauchen wir eine Kartenbasis. Die habe ich jetzt in Papaya gemacht mit 14,8 x 10,5. Wir brauchen einen ersten Kartenaufleger, der, ja gut, das ist ein zweiter, nee, nicht der erste, das ist ein zweiter Kartenaufleger. Der ist dann gemacht in 13,8 x 9,5, dass wir einen größeren Rand von dem Papaya haben. Das wollte ich tatsächlich mit Absicht, damit hier dieses kupferfarbene, ja, kupferfarbene könnte Kupfer sein, Designpapier auch so gut hervorkommt. Das ist jetzt geschnitten in 9 x 13,3, das kommt hin. Dann haben wir so einen kleinen, wenn wir das aufkleben, so einen kleinen lodengrünen Rand auf der papayafarbenen Unterlage. Ich finde, das darf nicht zu viel sein, aber so ein bisschen Farbe zum Abheben brauchen wir dahinter. Dann brauchen wir ein Stück Grundweiß in der ersten Kartenauflage. Das sind dann 14,3 x 10 für innen. Ein Reststück in Grundweiß, damit wir gleich die Stempel können. Ihr braucht ein Reststück noch in Lodengrün, das habe ich mir gerade nicht rausgesucht, das tue ich gleich noch, damit wir uns die Sachen ausstanzen können. Ich habe hier tatsächlich noch ein Reststück von, oh, ich weiß es jetzt nämlich mal, das ist ein Designerpapier, glaube ich, vom Frühjahrskatalog. Das gibt es jetzt leider nicht mehr. Ihr könnt ja nehmen, was ihr findet. Das ist halt auf der Seite auch ein Papaya und mit dem Schriftzug finde ich das ganz cool. Das möchte ich jetzt einfach noch verarbeiten. Gestanzt ist das mit den, ich glaube, Basic Bordüren heißen sie. Ja, mit den Basic Bordüren. Da ist eine Stanze dabei, mit der kann man hier diese Wellenkante machen. So, mit das Reststück verarbeiten wir auch noch. Und dann brauchen wir auch noch ein Reststück. Mal, wobei, das können wir hier, glaube ich, rausschneiden für den Spruch, der am Ende da drauf kommt. Das Ganze wird eine einfache Hochzeitskarte. Das tue ich mal hier rein, sonst habe ich das wahrscheinlich gleich versaut. Ich würde jetzt mal Stempeln einfach anfangen. Wir brauchen für die Karte und zwar einmal hier den Stempel und den zum Ausfüllen, weil wir den uns dann noch ausstanzen werden und ein bisschen grüner machen wollen. Ich finde Seladon jetzt ein bisschen zu schwach auf der Brust, damit das richtig zur Geltung kommt. Deswegen benutze ich hier jetzt Lodengrün für die Stempelfarbe. Stempeln wir uns einmal das Motiv. Schön vorsichtig eintupfen, nicht zu fest, nicht zu wenig. Machen uns den Stempel hier hin. So, machen den gleich sauber. Kann der wieder weg. Dann hole ich mir den Ausfüllstempel. Der passt da nicht genau drauf. Das ist auch, glaube ich, Absicht so. Jetzt müssen wir gucken, dass wir uns nicht über das Motiv drüber stempeln.
Dafür mache ich mir den jetzt an der einen Stelle wieder sauber. Und dann auch trocken. So, dass der hier wieder leer ist. So, ich gucke, dass ich dann jetzt hier so ungefähr einmal die drei Blätter treffe. Nur wie gesagt, wenn man richtig einstempelt und vorher nachdenkt, braucht man es nicht noch zwischendurch sauber machen. Dass einfach nur so ein bisschen Grün auch in den Blättern drin ist. Hier oben hinaus ist das nicht so schlimm, da verschwindet es eh. Und dann haben wir unser Motiv schon mal fertig gestempelt. Wir müssen gleich noch den Spruch stempeln, aber dafür schneide ich zuerst einmal die Motive wieder aus. Das heißt, das Schmierpapier kommt weg. Die Stanze gehört hier zu den Blättern, die richten wir uns hier einfach aus. Und dann jage ich das Ganze durch die Stanzmaschine. Wir brauchen noch ein Grund war es eins von denen. Und den stanze ich mir aus einem Stück Lodengrün aus. So, wenn wir uns den Spruch jetzt gestempelt haben, können wir unsere Karte schon anfangen zusammenzusetzen. Und zwar klebe ich jetzt erst unsere wunderschöne Folie auf die Leder-Seladon-Karten. Basis, nicht Basis. Auf die zweite Auflage. Das ist die Größe von der zweiten Auflage. So, das positionieren wir so mittig wie möglich. Gehen immer ganz vorsichtig hier drüber. Und dann haben wir uns das hier fixiert. Die klebe ich jetzt auch flach auf. Wir könnten die natürlich auch erhöht aufkleben, aber ich klebe die jetzt tatsächlich flach auf. Macht es für mich jetzt tatsächlich einfacher. Einfach mit ein bisschen Tombow. Und dann haben wir hier einen größeren Abstand von dem Papaya. So. Ohne, ich sehe, das ist unschön. Wir ziehen Klebespuren. Wie gesagt, wenn ich das mal sehe, zeige ich euch das. Jetzt klebt es aber schon zusammen. Jetzt werde ich es auch nicht mehr auseinanderreißen. Wir machen die Karte jetzt einfach trotzdem fertig. Aber hier sieht man bei der Folie richtig gut. Es empfiehlt sich doch, trockenen Kleber zu nehmen bei solchen Metallic-Folien und nicht flüssigen Kleber, dass man diese Klebespuren hier nicht durchsieht. So, mal gucken, wie schlimm das aussieht, wenn die Karte fertig zusammengebaut ist. Und dann gucken wir mal weiter. So, ich möchte diesen Streifen jetzt einmal hier quer drüber haben. Ich hätte ihn vorher aufkleben müssen, damit ich genau die Länge habe. Das heißt, den schneide ich mir jetzt nochmal ganz kurz in meinem Hebelschneider zurecht. Die auf 9,5. 5 cm. Moment, ich muss das immer noch einmal nachmessen, bevor ich es jetzt falsch mache. 9,7. Wieso ist das jetzt bei 9,7? 9,7. Dann klebe ich das jetzt mit trockenem Kleber auf. Nicht, dass mir das jetzt hier nochmal passiert. Ich mache einfach zwei Streifen drauf und klebe mir das so ungefähr in den goldenen Schnitt. Wunderbar. Als nächstes schauen wir uns mal an, wo unser Spruch rauskommt, wo wir den abschneiden müssen hier auf der Seite, weil ich möchte ja hier neben den weißen Abschluss hin und dann hier noch einfach so ein bisschen von dem Gestrüpp aus dem Hintergrund rausgucken lassen. Und der Spruch passt dafür gerade so, ne? Der ist
gerade so lang genug, kurz genug, wie auch immer man das sehen möchte. Das markieren wir uns jetzt einfach mit einem Bleistift. Ungefähr, dass wir wissen, wo wir den abschneiden können. Ich schau mal, ich würde den eigentlich gerne so mit Fähnchen. Ich finde Fähnchen nämlich schöner. Wie gut das klappt. Ich schneide jetzt einfach so ein Stück ab. Wollen ihn eh einkürzen. Oh, das sieht aus, als würde das genau funktionieren. Mit einem Fähnchen. Das Ganze ist übrigens die Stanze nach Wahlfähnchen. Die ist noch im Hauptjahreskatalog verfügbar. Genau, dann kommt der Spruch mit dem Fähnchen genau bis an den Rand. Dann passt hier vorne, ich würde sogar ein bisschen überstehen lassen, einfach so als kleines Gimmick. Und im Endeffekt ist es egal, wo wir jetzt hier unten drunter den abschneiden. Wir haben genügend Spielraum durch das Element hier. Das heißt, den klebe ich mir jetzt auch einfach plan auf. Und zwar so, dass die Spitze gerade so da hinten drüber guckt. Dann setzen wir uns das Gestrüpp einfach an der Kante hier noch hier so ein bisschen drüber. Und dann tun wir die wahrscheinlich, ach, tun wir die einfach mit der Dimensionals aufkleben. Ich muss ich mir die mal holen. Die Mini-Dimensionals. Richtig rum, ich habe mich richtig rum. Und dann setzen wir einfach mal oben, hinten und unten noch einen dran. Ach, und vielleicht einfach noch hier ein. So, ziehen uns die. Die ab. Und kleben uns das dann genau an den Rand. Und zu guter Letzt nehmen wir uns einfach noch das Efeu-Gestrüpp oder was auch immer das ist und setzen uns das hier noch davor. Und zwar so, dass man das Herzliche noch sieht. So, das war das Kartendesign von außen. Ich wollte nicht zu viel drauf machen, dass das nicht überladen ist, dass man die Folie noch sieht. Was wir jetzt noch machen können, ist die Innenseite gestalten. Dazu holen wir uns einfach das Motiv wieder und nochmal die Farbe Lodengrün. Ich finde, die ergänzt sich so unglaublich gut zu dem Seladon und zu dem Papaya. Das ist schon eine geile Kombination. Achso, einmal wieder das Schmierpapier für drunter, dass wir uns die Unterlage dreckig machen. Und dann setzen wir uns einfach unten rechts in die Ecke. Auch nochmal hier mehr oder weniger in den kompletten grünen Ast. Und oben in die Ecke einfach noch so ein Stückchen, dass wir von zwei Seiten etwas haben. Wenn wir das gemacht haben, holen wir uns einfach nochmal den Ausfüllstempel. Und machen einfach noch so, ja, so drei, so ein paar Kleckse hier noch mit rein, dass das aussieht,
wie als wäre die begrünt. Ja. Die passen sowieso nicht. Deswegen, eigentlich ist es dann egal, wie man sie setzt. Von daher. Gut. Dann haben wir jetzt unsere Innenseite. Die klebe ich jetzt auch auf. Aber irgendwie habe ich jetzt von dem Flüssigkleber ein bisschen Respekt. Also benutzen wir jetzt einfach trockenen Kleber. Einfach immer gemütlich an den langen. Und kurzen Seiten und noch was in der Mitte. Nur so ein bisschen Angst, dass es nicht hält. Dabei ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Und dann schauen wir mal, dass wir das auch noch halbwegs zentriert von allen Ecken ungefähr den gleichen Abstand festkleben. Ist jetzt nicht ganz genau mittig geworden, das macht nichts. Das sind ja handgemachte Karten. So, das war mein kleines Kartenprojekt heute für euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Wir sehen uns beim nächsten Mal.